In Zeitz ist seit September 2020 ein Digitalisierungszentrum aufgebaut worden. Es ist ein wichtiger Baustein für die Digitalisierung der Stadt. Zeitz gehört zum südlichen Sachsen-Anhalt und damit auch zum Einzugsgebiet der Hochschule Merseburg. Deshalb ist es in der Moonshot Challenge enthalten. Das Ziel des Digitalisierungszentrums ist es, die Stadt und ihre Umgebung zu einem attraktiven Standort weiterzuentwickeln, in dem die Möglichkeiten der Digitalisierung aktiv genutzt werden. Es fokussiert sich besonders auf das digitale Gesundheitswesen und die digitale Gesundheitsfürsorge, auf digitale Geschäftsprozesse in Unternehmen und auf Smart City Technologien. Das Zeitz-Digitalisierungszentrum ist tatsächlich eines von zahlreichen Digitalisierungszentren in Sachsen-Anhalt. Auf den beiden hier gerade zu sehenden leicht veralteten Karten sehen wir die Verteilung der Digitalisierungszentren in Sachsen-Anhalt. So ein Digitalisierungszentrum ist ja kein normales Unternehmen, sondern eine Kommunikations- und Netzwerkplattform. Mit Blick auf die Theorie der Regionalentwicklung ist das Digitalisierungszentrum also selbst als Standortfaktor einzustufen. Es wird von Unternehmen bei der Standortnutzung als relevant betrachtet und seine Wirkung auf die Standortqualität kann entsprechend gemessen werden. Hier werden mehrere Standortfaktoren qualitativ miteinander verglichen. Qualitativ heißt in diesem Fall, dass dieser Vergleich nicht auf exakten Messergebnissen und Zahlen beruht, sondern auf Einschätzung von Experten. Auf der X-Achse werden sie hinsichtlich ihrer Relevanz für die Unternehmenstätigkeit und auf der Y-Achse hinsichtlich der Messbarkeit ihrer Wirkung verglichen. Ist die Relevanz unmittelbar und ist die Ausprägung des Standortfaktors an Fakten gut zu messen, dann sprechen wir von harten Standortfaktoren. Sie sind im Diagramm unten links eingeordnet. Beispiele für solche Standortfaktoren sind Flächenverfügbarkeiten, lokale Abgaben und die Nähe zu den Zielmärkten. Auf der anderen Seite sprechen wir von weichen Standortfaktoren. Wenn lediglich eine mittelbare Relevanz für die Unternehmenstätigkeit gegeben ist und die Ausprägung des Standortfaktors schwer gemessen werden kann. In unserem Diagramm befinden Sie sich oben rechts. Typische weiche Standortfaktoren sind das Image der Lebensqualität, das Image als Wirtschaftsstandort, soziale Infrastruktur und das Kulturangebot. Kommunikations- und Netzwerkplattformen wie das Digitalisierungszentrum Zeitz werden im Diagramm unten rechts von der Mitte eingestuft. Das heißt, dass das Digitalisierungszentrum Zeitz eher eine mittelbare Relevanz für die Unternehmenstätigkeit hat und gleichzeitig seine Wirkung auf die Standortwahrnehmung gut gemessen werden kann. Das Digitalisierungszentrum ist direkt im Rathaus am Altmarkt untergebracht. Das ist nah beim Bürgermeisteramt im Herzen der Stadtverwaltung und zeigt, wie sehr es in Zeitz geschätzt wird. Damit komme ich zum Counter der Moonshot Challenge. Das Ziel liegt bei 35.000 guten Jobs in den nächsten 15 Jahren bis 2035. Bisher zählte ich 780 Arbeitsplätze mit den 6 Jobs in Zeitz, zählt der Counter nun 786 Arbeitsplätze.